Ciao und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht erkennt, ist das ein neuer Hintergrund. Aber das hat auch seinen Grund, denn ich drehe das Video jetzt das zweite Mal. Ich hatte es heute Morgen schon gedreht, aber leider ist mir danach aufgefallen, dass mein Gesicht überhaupt nicht fokussiert war und generell der Hintergrund hat mir nicht gefallen. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser ist. Und ja, ihr könnt ja mal euren Lieblingshintergrund in die Kommentare schreiben. Also entweder dieser anfangs graue Hintergrund oder der in Bellas Zimmer, also mit dem türkisen, oder jetzt bei mir hier im pinken Zimmer. Das würde uns natürlich sehr interessieren, wie ihr das natürlich am liebsten mögt. Heute soll es um meine Ausbildung gehen. Bella hatte ja schon im letzten Video, das verlinke ich euch hier nochmal, ihre Ausbildung schon vorgestellt. Und deswegen wollte ich jetzt im jetzt kommenden Video auch meine Ausbildung mal vorstellen. Wenn euch das interessiert, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr generell Fragen zu Bellas oder meiner Ausbildung habt, schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare. Wir werden sie dann, kommt drauf an, wie viele Fragen da sind, in einem separaten Video beantworten oder halt immer unter den Kommentaren. Deswegen schreibt uns da ruhig eure Fragen, Wünsche oder Kritik in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wir beginnen auch gleich mit dem Video. Also wie ihr vielleicht schon generell immer in manchen Videos mitbekommen habt, mache ich momentan meine Ausbildung zur Kosmetikerin mit Qualifikation zur Visagistin. Was Visagistin ist, falls das manche nicht wissen sollten, erkläre ich auch noch später. Aber diese Ausbildung ging jetzt 2 Jahre, also ich bin jetzt im August, September fertig. Deswegen dachte ich, ich kann euch eigentlich ganz gut darüber mal was erzählen und sagen, wie die so abläuft. Bella ist ja ziemlich am Anfang ihrer Ausbildung, ist glaube ich auch mal interessant zu wissen. Aber ich stelle euch halt eigentlich mal so bis zum Ende alles mal vor. Ich werde euch natürlich jetzt nicht jede Stunde in meinem Stundenplan erklären. Ich glaube, dann würde das Video endlos lang gehen. Aber ich erkläre euch einfach mal grob, wie die Ausbildung überhaupt aussieht. Also wie ihr, glaube ich, schon in Bellas Video gehört habt, sind Bella und ich an sich auf derselben Schule, nur in verschiedenen Standorten. Also unsere Schule hat verschiedene Standorte, wo dann verschiedene Berufe ausgeübt werden. Mein Standort ist auch in Hannover, aber nicht an dem Standort, wo Bella ist, sondern woanders. Deswegen, die Schule ist so ein bisschen zerstreut. Ich muss beispielsweise auch von Praxis in ein anderes Gebäude. Ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Schulen gehandhabt ist, aber so ist es zumindest in Hannover. Ich kann euch natürlich jetzt nur berichten, wie das hier bei mir ist. Ja, die Ausbildung sieht so aus, dass das erste Jahr, also das erste und zweite Semester, komplett in der Schule stattfinden. Das heißt nicht, dass ihr gar keine Praxis habt, sondern ihr habt Praxis. Ich glaube, am Anfang waren es 3 Praxisfächer. Das war dann einmal die kosmetischen Massagen, nicht sowas, was Bella macht. Bella macht ja die medizinischen. Ich mache eher die entspannenden und beruhigenden Massagen, die einem Menschen sehr, sehr gut tun, um mal vielleicht jetzt vom Alltag zu entfliehen, einfach mal runterzukommen, was für sich zu machen. Und ich kann natürlich keine Verspannung lösen wie Bella. Und dann gab es noch das normale Praxisfach. Das sieht dann in der Kosmetik so aus, dass du diese ganzen Gesichtsabläufe erstmal machst und dir einprägst. Und natürlich im Praktikum, wozu ich später noch kommen werde, das dann langsam an Routine gewinnt, sage ich jetzt mal. Und dann gab es noch die Fußpflege, wo jetzt bestimmt viele sagen, Fußpflege, aber ehrlich gesagt, man gewöhnt sich vollkommen dran und ich sehe es gar nicht mehr als was Schlimmes an. Fußpflege ging auch nur ein Semester lang, also das erste Semester, wo ich begonnen habe. Ich habe übrigens im Oktober 2015 begonnen. Ich glaube, das habt ihr aber so oder so mitbekommen. Ich bin nämlich direkt von meiner Fachabi-Zeit, also direkt von der Schule zu der Ausbildung gegangen. Ich hatte halt nur dazwischen die Sommerferien ganz normal. Und im zweiten Jahr, sprich im dritten und vierten Semester, ich bin jetzt im vierten Semester, somit auch im letzten, kommt dann ein Praktikum dazu, was dann zweimal in der Woche ist. Bei mir ist es jetzt so mittwochs, donnerstags. Aber es kann auch sein, dass ihr es montags, dienstags habt oder so. Aber auf jeden Fall 2-mal in der Woche und 3-mal in der Woche ist dann halt Schule. Ich habe gerade viel gezeigt. 3-mal in der Woche ist dann Schule. Und ja, das ist natürlich von der Stundenanzahl mehr als im ersten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich immer so am Tag bis 13, 15 Uhr. Jetzt habe ich meistens bis 16, 45 Uhr.
Und durch das Praktikum, was ich dann Mittwoch, Donnerstag habe, habe ich dann halt mal den ganzen Tag, sprich von, bei mir ist es jetzt so von 9 bis 18 Uhr. Zum Praktikum kann ich euch auch kurz was sagen. Also, wenn ihr wirklich Kosmetikerin sein wollt, könnt ihr ein Jahr lang im Kosmetikstudio euer Praktikum absolvieren. Aber wenn ihr natürlich, weiß ich nicht, Maskenbildnerin werden wollt, wodurch ich erst auf den Beruf gekommen bin, weil ich hatte mich damals beim Theater beworben und die hatten halt zu mir gesagt, ich soll eine Kosmetikausbildung machen. Oder so gesagt, die setzen eine voraus. Und deswegen bin ich überhaupt erst darauf gekommen. Aber ihr könnt natürlich auch Maskenbildnerin machen danach. Das ist dann erstmal so eine Grundausbildung, das ist generell erstmal gut, weil ihr darauf halt echt viel aufbauen könnt. Ihr könnt zum Beispiel die Physioausbildung, die Bella macht, von 3 auf 2 Jahre verkürzen, dadurch, dass ihr diese Kosmetikausbildung habt. Oder ihr könnt halt die Maskenbildnerin am Theater, an der Oper machen, wenn ihr mögt. Und das ist erstmal so eine komplette Grundausbildung. Und ja, dann könnt ihr natürlich, bei mir ist es jetzt so, ich habe einen Praktikumswechsel gehabt. Ich war vorher in einem anderen Kosmetikstudio, jetzt bin ich in dem neuen. Und natürlich ist es gut oder eine gute Chance, euch eure Zukunft zu sichern, weil ihr könnt beispielsweise dort dann später arbeiten oder einen kleinen Nebenverdienst machen oder halt auch komplett Vollzeit da arbeiten. Und das ist natürlich erstmal voll gut, weil nach der Schule weiß man immer noch nicht direkt so, oh, will ich da arbeiten. Aber wenn euch das Praktikum dann gefällt, könnt ihr natürlich dann da weiter arbeiten. Und das ist jetzt auch mein Plan erstmal für die Zukunft, falls da Fragen kommen sollten. Ich werde erstmal nach meiner Ausbildung, die jetzt im August, September fertig ist, hatte ich ja schon erwähnt, halt in meinem Praktikum erstmal arbeiten. Zwar nur als Teilzeit, aber das macht mir auch erstmal nichts. Ihr müsst natürlich dann für euch selber wissen, was möchte ich, wo will ich hin. Da ich eigentlich vorhatte, Maskenbildnerin zu werden, kam mir das waren 8 Tage, da kam eine Maskenbildnerin aus Berlin zu uns und da konnte man halt selber mal wirklich sehen, ob man dafür gemacht ist. Und ich selber muss sagen, ich habe echt Respekt davor, die Leute, die das wirklich gut können. Ich kann es persönlich jetzt nicht so gut, mir hat es mega viel Spaß gemacht, aber ich weiß einfach für mich, dass das nichts für mich in der Zukunft ist. Und es gibt halt generell an dieser Schule, wo ich jetzt bin, so kleine Schulungen oder Workshops, sage ich jetzt mal. Beispielsweise ein Kurs ist der Wimpernkurs, also Wimpernverlängerungskurs, aber den habe ich nicht gemacht, weil ich einfach keine Geduld habe wirklich. Bald gibt es dann auch den Nagelmodellage-Kurs, den werde ich auf jeden Fall mitmachen. Das Wichtige ist an dieser Ausbildung, nehmt wirklich alles mit, was ihr könnt. Also ich habe jetzt auch noch Visagistin dazu genommen. Das ist dann im 3. und 4. Semester. Da habt ihr von der Stundenanzahl noch mal mehr. Das ist bei mir beispielsweise jetzt freitags oder halt auch manchmal samstags gewesen, wo man dann Haare, also Hochsteckfrisuren, Flechtfrisuren gelernt hat oder halt verschiedene Make-ups, entweder Barockzeit oder modern schminken oder was weiß ich. Wir haben da so viel gemacht und es hat einem echt schon viel gezeigt. Man zahlt dann natürlich fürs 3. und 4. Semester mehr Geld. Aber ich meine, man kann sich später nach der Ausbildung, auch jetzt schon neben der Ausbildung, kleine Visitenkarten anlegen. Die kosten ja echt nicht viel, wenn man die im Internet macht. Und kann einfach nebenbei Braut-Make-up, Abend-Make-up oder wozu man einfach Lust hat, wo man weiß, hier, das kann ich anbieten, kann man das wirklich auch in sein Kosmetikstudio legen. Leute nehmen das mit, Leute werden auf dich aufmerksam, du machst halt noch einen kleinen Nebenverdienst. Wenn du Visagistin werden möchtest oder vom Beruf her wirklich machen möchtest und nichts mehr nebenbei machst, musst du dir ja auch deinen Lebensunterhalt finanzieren. Und da ist sowas dann natürlich gut, weil als Visagistin kommen Leute wenig auf dich zu, sondern du musst präsent sein. Du musst immer deine Internetseite haben. Muss man jetzt zwar nicht, aber heutzutage läuft ja viel übers Internet. Oder halt auch seine Visitenkarten auslegen, mal Anzeige, mal in die Zeitung machen oder so. Das ist halt am Anfang ziemlich schwer, deswegen würde ich euch halt nicht empfehlen, nur von der Visagistik zu leben, sondern halt auch nebenbei was zu machen. Aber das kann auch jeder dann für sich selber entscheiden. Ich kann jetzt gerade nur nicht aus meiner Erfahrung sprechen, sondern einfach das, was ich so in meiner Ausbildungszeit jetzt gemerkt habe. Und ihr solltet auch den Beruf Kosmetikerin nicht unterschätzen. Viele denken so, oh ja, ein bisschen schminken, ein bisschen da Leute schön machen, das war's. Nee, so ist es eben nicht, sondern man hat halt viele Schulfächer, beispielsweise Deutsch, Englisch, BWL kam dazu, was jetzt auch beispielsweise bei mir ein Abschlussfach sein wird, also ein schriftliches Abschlussfach sein wird.
Es gibt halt viele verschiedene Fächer und es ist keine leichte Zeit, aber man sollte auch nebenbei halt seine Hobbys auf gar keinen Fall vernachlässigen, weil gerade durchs viele Sitzen oder so vernachlässige ich halt auch nicht meinen Sport. Klar gibt es Zeiten, wo es mehr läuft, wo es weniger läuft, aber das ist ja überall so. Macht euch auf jeden Fall schon früh Gedanken, warum ihr diese Ausbildung macht, was ihr erreichen wollt oder wie es weitergehen soll. Weil die Ausbildung haben ist schön und gut, aber danach sie einfach nur gemacht zu haben, damit man was gemacht hat, ist halt irgendwie nicht der Sinn der Sache. Bei mir ist es persönlich jetzt so, habe ich ja schon erwähnt, dass ich erstmal in meinem Kosmetikstudio arbeiten möchte, aber auch die zweite Option habe, die Polizeiausbildung. Also meine Bewerbung ist am Laufen. Ich habe jetzt auch letztens eine positive Rückmeldung bekommen, aber da folgt ja da dann noch ganz viele Eignungstests und alles. Aber falls es echt mit der Polizei nicht klappen sollte, habe ich halt erstmal die Sicherung mit meinem Kosmetikstudio. Auch wenn es jetzt nur Teilzeit ist, das finde ich aber nicht schlimm. Sondern man macht erstmal was. Bella hatte ja auch in ihrem Video ihre Lerntipps genannt. Zu meinen Lerntipps ist einfach das, ich schreibe mir immer Lernzettel. Ich schreibe mir die auch ziemlich groß, also ich habe generell eine große Schrift, aber ich markiere mir immer sehr viel. Und ich habe generell so ein fotografisches Gedächtnis, also wenn ich eine Klausur schreibe, habe ich das Blatt so vor meinen Augen oder generell weiß im Kopf, wo das ungefähr stand. Aber ihr solltet auf jeden Fall da auch am Ball bleiben und nicht irgendwie ins Schludern kommen und sagen, nö, ich brauche jetzt nicht lernen, ich habe da eine 1 geschrieben, brauche ich in der nächsten Klausur keine 1 schreiben gefühlt. Sondern einfach euer Lerntempo vor allem wissen. Entweder ihr seid welche, die lernen schnell, können sich am Morgen das angucken, können es am Nachmittag. Oder ihr seid solche wie ich, die lieber früh anfangen, lieber in Ruhe lernen und sich das ab und zu mal angucken. Beispielsweise, ich schreibe jetzt schon nach den Ferien wieder eine Klausur, dafür werde ich mir jetzt schon die Woche wieder Lernzettel machen. Klar sollten Ferien sein, aber man sollte schon immer wieder was tun. Ja, zu den Kosten, also zu den Nebenkosten, sag ich mal. Ihr braucht natürlich eure Praxissachen, also wir müssen komplett in meinem Weiß sein. Und dann halt sowas zum Einbetten, sagen wir immer dazu. Wenn halt Modelltage sind, dann bringen die Leute ihre Wäsche sage ich jetzt mal, mit und werden dann von uns behandelt. Die gibt es übrigens öfters. Also so Modelltage, das ist ja nichts anderes, als wenn ihr in eurem Praktikum halt einen Kunden habt. Aber die habt ihr halt auch, aber die dienen euch echt nur zur Hilfe. Ja, dann kommen halt noch ein paar Bücher dazu. Ich muss sagen, das sind bei mir gar nicht viele, aber wir nutzen auch jetzt im dritten und vierten Semester irgendwie gar keine Bücher mehr. Wir hatten uns damals in Diagnosen erstellen, das ist so dermatologie-mäßig, so Bio auch, hatten wir uns ein dickes Buch angelegt, aber das Buch könnt ihr auch noch in Zukunft nutzen. Aber so von den Büchern her ist das echt nicht viel, was man sich anschaffen muss, sondern eher so Praxiswäsche und alles. Ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal alles zu meiner Ausbildung gesagt. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, stellt die unten in die Kommentare. Ich beantworte die dann gerne oder wir machen halt nochmal ein separates Video. Aber dann werden wir das unten in die Kommentare schreiben, falls ein separates Video folgen sollte. Und hinterlasst ruhig Kommentare, Kritik, was auch immer, wie es euch gefallen hat. Oder gebt einen Daumen nach oben, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!